Wenn Kriegsbilder und Videos dein Herz schwer machen, dann ist es ganz wichtig, dass du für dich sorgst. Denn in der Regel unterdrücken wir schmerzhafte Gefühle und ignorieren unsere Körperempfindungen. Und diese Körperempfindungen, die auftauchen, wenn wir Bilder sehen, zum Beispiel zu diesen aktuellen Themen, dann macht das was mit unserem Körpersystem. Es stresst unser Körpersystem. Und das hat Auswirkungen auf unseren Energiekörper. Und unser Energiekörper hat Einfluss auf diese Welt. Das heißt, wenn wir helfen wollen, und aktuell kann man ja nicht viel machen, selbst das Spenden, weil kommt nichts an, es sind ja alle Grenzen da geschlossen, es darf niemand rein, um zu helfen. Ich sage gewiss bestimmte Worte und Orte nicht, damit dieses Video nicht gesperrt wird, aber ich denke, dieses Video kommt schon an die richtigen Leute. Wollen wir wirklich helfen, sollten wir zuerst uns selbst helfen, damit wir den Frieden ausstrahlen können, den wir uns wünschen. Und diejenigen, die meinen Kanal schon lange verfolgen, wissen ganz genau, dass unsere Energie eine große Wirkung hat auf diese Welt. Greg Braden hatte dazu ja Experimente gemacht. Und da gibt es auch andere Experimente, dass wenn mehrere Menschen in der Nähe von Kriegsgebieten oder überhaupt, also du musst nicht in der Nähe von einem Kriegsgebiet sein, meditieren und in eine friedvolle Haltung gehen, dass dann weniger Bomben fallen. Dass das Auswirkungen hat auf Gebiete, die niedrigschwingend sind. Wenn du eine hochschwingende Energie hast, das gleicht sich dann aus. So, Horrorbilder, wie aktuell aus den Nachrichten, stressen dein Nervensystem. Wenn du dir solche Bilder anschaust, versuche mit deinem Körper verbunden zu bleiben. Was tauchen für Empfindungen auf? In der Regel sind wir abgespalten, also ich sehe es auch bei mir, ich spalte mich ab, ich dissoziiere, ich sehe das und denke mir, oh mein Gott, was für ein Horror. Die Bilder sind dann die ganze Zeit in meinem Kopf und wiederholen sich. Also mich zieht das komplett runter und das kann retraumatisieren. Also, zurück dazu. Manchmal ist es wie so eine Sogwirkung, solche Bilder. Man möchte sie sich gar nicht anschauen, guckt sie sich aber trotzdem an. Wenn du die dir anschauen möchtest, unbedingt, beobachte und bleibe in deinem Körper, bei dir. Was tauchen für Empfindungen auf? Schlägt dein Puls schneller? Fühlt sich dein Hals eng an? Ist dein Bauch vielleicht verkrampft? Oder deine Schultern verkrampft? Unterdrückst du gerade deinen Atem? Also wie ist dein Atem? Ist er vielleicht schneller? Und alleine diese Verbindung mit deinem Körper kann dir helfen, dass du diesen Stress, den du dir gerade anschaust, nicht in deinem Körper unterdrückst, weil das hat nachher negative Auswirkungen für dich. Wenn du also an solche Bilder und Videos zu dem aktuellen Zustand zu sehen bekommst, den es hier auf der Welt gibt, achte auf deine Empfindungen. Bemerke sie. Verbinde dich mit dem Raum, in dem du gerade bist. Schau, wo du bist. Also schau dich in deinem Raum um. Das ist eine Nervensystemübung. Wenn du ganz langsam dich an dem Raum orientierst, wo du bist. Du schaust dir den Raum an, als würdest du gerade ein Gemälde beschreiben. Ganz entspannt nach hinten, nach oben, nach unten. Das reguliert dein Nervensystem und bringt dich ein bisschen runter. Dein Körpersystem hat das Gefühl, in Sicherheit zu sein und verliert sich nicht in diesen schrecklichen Bildern. Wenn möglich, ich bin jetzt hier nicht Doktor sonst wer, der dir irgendwas zu befehlen hat, aber wenn möglich, stoppe den Konsum dieser Bilder und Videos und bewege deinen Körper. Du kannst hüpfen, deine Arme schütteln, die Beine schütteln, gähne, seufze, stöhne, mache Töne, die dich gerade entspannen. Das hilft deinem Körper raus, aus diesem Stresszustand zu kommen. Damit veränderst du deine Energie, die du ausstrahlst. Viele merken nicht, dass sie in einem Stresszustand sehen, wenn sie sich Horrorbilder anschauen, egal ob es ein Horrorfilm ist oder das, was gerade wirklich auf dieser Welt geschieht. Das stresst trotzdem dein Körpersystem. Wenn du die Möglichkeit hast, atme tief ein und aus und berühre dein Herz. Und wenn du kannst, stell dir ein göttliches, heilendes Licht vor, das du zu diesen Menschen sendest, die gerade Hilfe brauchen. Dieses Licht soll ihren Schmerz erleichtern. Und wenn du magst, spreche mit deinem Schöpfer und bete für Erleichterung und Frieden, dass die Menschen dort schnellstmöglich versorgt werden. Wisst ihr, es macht uns alle ohnmächtig, nur zuschauen zu können, ohne zu helfen. Und auch das kann uns helfen, an uns zu arbeiten. Was tauchen für Gefühle in dir auf, wenn du dich mit diesen aktuellen Themen konfrontierst? Und wir Menschen sind verschieden. Es gibt Menschen, die schauen sich die Nachrichten nicht an und wissen nicht, was los ist. Das ist auch in Ordnung. Es gibt Menschen, die gehen ganz tief da rein und schauen sich jeden Tag diese schmerzhaften Bilder an. Auch das ist in Ordnung. Es geht darum, wie verarbeitest du das alles? Was taucht in dir auf, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst? Ich kann euch eins sagen, bei mir taucht Ohnmacht aus. Dieses,
ohnmächtig ausgeliefert zu sein, hilflos zu sein, dass niemand da ist, der einem helfen kann. Das erinnert mich an meine Kindheit, wenn ich mal bestraft wurde und einfach ohnmächtig ausgeliefert bin einem erwachsenen Menschen, der mich so sehr körperlich und auch mental verletzt. Und das, was ich jetzt im Außen erlebe, was ich da sehe, ist natürlich eine ganz andere Geschichte und nicht zu vergleichen mit meiner Kindheit. Trotz allem kann auch hier wieder Heilung stattfinden, dass ich mit dieser Ohnmacht bleibe, sie umarme. Das heißt, diese Gefühle, die einen fast ausnocken im Alltag, dass wir versuchen, diese Gefühle zu umarmen, auch wenn es Hass gibt, auch wenn es Rache gibt, ne? Für die Leute, die den Menschen das gerade antun. Alle Gefühle sind willkommen. Wenn du die Möglichkeit hast, bleibe mit diesen Gefühlen, umarme sie, sie dürfen da sein. Lasst uns lernen, mit unseren Gefühlen Freunde zu sein. Alle Gefühle möchten von uns gesehen werden. Anstatt sie jetzt wegzuschieben und in Apathie zu enden, können wir probieren, wirklich mit unseren Gefühlen Freunde zu werden, ohne mit dem Finger ins Außen zu gehen. Es gibt andere, die das schon tun. Es gibt genug da draußen, wir sind hier keine Reporter, die sich jetzt hinstellen auf Social Media und versuchen, das klarzustellen. Also ich kann es nicht, weil ich zu wenig Informationen habe. Was ich kann, und jeder sollte das tun, was er kann, ohne mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Was kannst du gerade tun? Kannst du in dir für Frieden sorgen? Kannst du dein Energiefeld, Energiefeld sage ich immer so ungern, sondern dein Nervensystem so regulieren, dass er keinen Kriegszustand mehr ausstrahlt? Leute, es bringt nichts, wenn wir uns alle diese Bilder anschauen und alle selber in einem Kriegszustand sind und rausgehen mit Wut und Unterdrückung und Ohnmacht und Angst und Verzweiflung, weil wir nicht weiter wissen. Es ist unbeschreiblich, was da passiert. Und ich weiß auch nicht, was wir da machen können. Möge es schnellstmöglich ein Ende nehmen und endlich Frieden einkehren. Und trotzdem können wir etwas für unseren inneren Frieden tun. Und wenn wir mit diesen Gefühlen, wie ich es eben beschrieben habe, zusammenbleiben, indem wir einfach mit den Empfindungen bleiben, die gerade auftauchen, das reguliert schon unser Nervensystem, wenn ich einfach nur mit den Empfindungen bleibe, die hochkommen. Wenn ich sehe, okay, was passiert da gerade in mir, was kommt da hoch? Boah, ich habe gerade Wut, ich habe gerade Hass, ich habe gerade Ohnmacht. Damit zu bleiben. Also, wir sollten drei Dinge vermeiden. Einmal das Katastrophieren, also alles noch katastrophaler. Es ist katastrophal, ja, aber nicht uns noch da rein begeben. Ja, gibt es einige, die dann sagen, es wird jetzt Weltkrieg geben und die machen das alles, die bauschen das. Geh da gar nicht erst rein. Verbinde dich immer wieder mit dem Hier und Jetzt. Wir sind die Mitschöpfer dessen, was in Zukunft passieren wird. Nicht das, was da gerade passiert. Das ist nur ein Spiegel von unserem Inneren, was in uns innen noch nicht verheilt ist. Das heißt, Katastrophieren dürfen wir beiseite lassen. Dann das Isolieren. Viele schauen sich das an und fühlen sich ganz einsam und verkapseln sich. Das macht das Ganze nicht besser. Für unser Nervensystem ist Isolation gar nicht schön. Es mag immer Gemeinschaft, es mag Menschen, mit denen es sich unterhalten kann. Vielleicht findest du Menschen auch auf Social Media, mit denen du dich vernetzen kannst. Aber steigert euch nicht in den Hass oder in die Wut oder in diese Ohnmacht rein, sondern lieber für Frieden beten. Und der dritte Punkt, vermeide es, zu vermeiden, dich zu spüren. Weil wenn wir uns diese Sachen anschauen, die so blutig sind und so schrecklich sind, vermeiden wir es in der Regel, zu spüren, was in uns ist. Und vertiefen uns einfach nur in diese Außenwelt, was da gerade draußen passiert. Ich bin mir sehr sicher, dass dieser Podcast dich inspiriert und dir hilft, aus der niedrig schwingenden Energie ein bisschen mehr hervorzukommen, aber auch ein Lichtblick für die eigene Heilung ist. Lass mir gerne Feedback da, wie du mit der aktuellen Situation umgehst. Ich umarme dich und bis bald.